Eine letzte große Amtshandlung und Auszeichnung für Philipp Lahm als amtierender Kapitän des FC Bayern. Rund eine Woche nach seinem letzten Spiel als Fußballprofi brachte der 33-Jährige die Meisterschale in die Erlebniswelt und wurde dort offiziell in die Hall of Fame des FC Bayern aufgenommen. Auch für unseren langjährigen FCB-Kapitän eine ganz besondere Ehrung. Ich bin ja das 17. Mitglied sozusagen, und wenn man die 16 Spieler durchgeht, dann sind das einfach großartige Fußballer, aber vor allem auch Persönlichkeiten. Und das ist eine große Ehre, mit denen in einer Reihe zu stehen. Auch unser Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß ließen es sich nicht nehmen, bei diesem feierlichen Ereignis dabei zu sein und dem gebürtigen Münchner den traditionellen roten Legendenjanker zu überreichen. Für Lahm nochmal ein besonderer Abschluss der emotionalen Abschiedsfeierlichkeiten nach seinem letzten Profispiel 9 Tage zuvor. Ja, ich hatte schon den einen oder anderen Moment, um zurückzuschauen und wie schön eigentlich der Samstag für mich persönlich auch war. Trotzdem, es ist jetzt so ein bisschen wie Urlaub gehen einfach. Also alle sind weg, es ist so wie die letzten Jahre eigentlich. Die Saison ist zu Ende, man geht jetzt in den Urlaub. Ich glaube, dass man zurückschaut oder so erst dann wieder kommt, wenn die Saison wieder losgeht, wenn die Spiele dann sind und ich mir die gemütlich vom Fernseher anschaue. Und die Bayern-Legende ist zuversichtlich, dass seine Teamkollegen dann auch ohne ihn weiter so erfolgreich bleiben wie mit ihm. Es ist eine sensationelle Mannschaft, sehr, sehr gute Einzelspielern, die sich als Mannschaft, glaube ich, wieder ein bisschen neu erfinden muss jetzt oder neu entdecken muss, weil eben wir ein paar Abgänge haben im Sommer. Und trotzdem, es sind so viele Spieler, die so viel Erfahrung haben, die letzten Jahre Großartiges geleistet haben. Deswegen, also ich mache mir keine großen Sorgen. In diesem Sinne auf einen sorgenfreien Fußballruhestand für einen der ganz Großen beim FC Bayern, der nun auch in dessen Hall of Fame ist.